Steam immer dies und das und alles und Fetische. Und warum ist das hier so dunkel? Weil es eben auch dunkel war. Ja, aber eben war meine Taschenlampe an. Ach so. Halt mal jetzt die Klappe, Zombie, ey. Ist ja schlimm mit dir. So, wo war denn jetzt der Händler? Da oben. Hey, Bro. Ich wette, in diesem Haus hier war einfach nur ein Funkloch, deswegen ist die Verbindung abgerissen. Ja. Genau. Das wird sein. Funkloch. Oh mein Gott, nein, wir haben nur noch 3 Minuten. Was? Huch. Naja, weil meine Uhr gerade piepst, also die... Ach so. In-Game-Uhr. Kriegsschläge, Axt, hier ist nur Scheiße drin. Tomahawk, Sprengpfeile. Ja, meine piepst jetzt auch. Keine Muni, Schrotflintenmuni, Pistolenmuni. Die Nacht bricht an. So, ich hab mir mal Gewehrmunition. Wo hab ich denn jetzt die Machete bitte hin? Oh oh. Die ist harmlos. Da unten ist alles voller Idioten, ne? Und die sind hier noch biestiger als in den Slums, nur so als Info. Die waren da ja schon nervig. Die sind jetzt noch nerviger. Wir müssen, warte, falsche Richtung, wir müssen doch in die Richtung. Wegen unseren Drogen. Ja, aber wir müssen doch, ich wollte erstmal in die Safe Zone, oder willst du dich mit denen anlegen? Ach so, du wolltest erstmal pennen, ne? Gut, dann halt doch hier zurück. Also, ich möchte jetzt nicht unbedingt mein Leben riskieren. Für Drogen. What? Hä? Was war das für ein Sprung und wo bin ich jetzt? Hä? Alter, Crane, du sollst da hoch. Alle, hopp. Hallo. Danke. Huch, guten Tag. Oh, mach Tür zu, wir gehen schlafen. Geht ja wirklich zu. Ja, natürlich. Das wäre ein Scherz gewesen. Nein! Oh, erstmal am Arsch. Geht doch wieder auf? Nein, sie geht nicht mehr auf. Hahaha, Spaß. What? Alter, was ist los hier? Ja, mittendrin manchmal so kleine Hänger. Das ist ein bisschen merkwürdig gerade. Guck mal, das Ding ist wieder zu. Aber was nochmal looten? Ja, nee, da ist glaube ich jetzt nichts drin, auch wenn es wieder zu ist. Also, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht. So, weiter geht's. Und nein, wir werden die Nacht nicht immer skippen, keine Sorge. Da eure Erfahrungspunkte verdoppeln sich, dann habt ihr voll viel von. Das ist bestimmt voll praktisch. Ah, es ist mega praktisch, wenn wir dauernd auf die Fresse kriegen und verrecken, genau. Oh, hi. Hä? Warst du das gerade? Nein. Nichts gemacht. Hier sind jetzt Nüsse dran. Ah, nee. Eine Spüldose. Da sind hier jetzt Nüsse dran. Ah, nee, nur eine Schnur. Kann ich mich hängen mit. Nee, lass was, mal bleiben. Was mich jetzt wieder an die Sache mit erinnert. Hat sich hiermit auch einer erhängt, oder was? Kannst du dich noch, daran... Ach so, ja. Ja, genau. Ist bei ihrem Einkauf alles gut gelaufen. Ja. Wo wir dann noch eine sehr merkwürdige Antwort gegeben haben. Ganz zur Freude der Kassiererin. Ja, es war so. Wir waren beim Hit. Weil ich noch was einkaufen wollte. Es war schon recht spät. Das ist der einzigste Laden, der halt noch so lange auf hat. Und ich habe halt Schnürsenkel gekauft und jetzt leck mich doch am Arsch! Alter, was ist denn los? Aber bitte mit Schokolade, ja? Sag mal! Mal. So. Ja, ich hatte halt Schnürsenkel und Ohrenstöpsel gekauft. So, wir gehen dann halt zur Kasse so, ich bezahle. Jetzt komm her. Wenn du auf die Fresse willst. Meine Güte, so, bezahl halt so. Und sie fragt auf einmal so, war alles mit dir im Einkauf okay? Und ich denke mir so, ja. Hier ist so eine Statue, hast du die gesehen im Regal? Nö. Bei den Shishas hier. Also hier auf dem Tisch müsste ein Shisha-Teil liegen, weil ich hab das schon. Ich weiß nicht, warum das hier noch orange ist. Ich hab's nicht. Aber liegt bei mir auch nirgendwo hier rum. Jetzt sind doch mal die Story jetzt, dann mach ich jetzt noch eine Pause hier, was soll denn das? Ja, auf jeden Fall hat sie halt so gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und ich so, ja. Dann sind wir so rausgegangen und ich denke mir so, nee, war nicht alles in Ordnung mit meinem Einkauf. Die Oropax habe ich mir geholt, damit, weil mir der Lärm im Laden auf die Eier ging. Und die Schnürsenkel habe ich mir geholt, damit ich mich hinterher hängen kann.
Ey, ganz ehrlich. Ich werde hier sterben! Das war beim zweiten Mal, wo wir mal mitkommen, die wieder gefragt haben, wo ich dann mit der Kassiererin den Nachdruck gegeben hatte, oder? Ja, das war auch gut. Ich weiß noch nicht mal, was ich da losgelassen habe, aber die Kassiererin war sichtlich unerfreut darüber. Nein, war warum halt hältst du dich denn nicht fest, Crane? Was ist denn falsch bei dir? Wow, diese Bankautomaten müssen unglaublich sicher sein. Touchscreen. Crane! Was zum Geier tust du da? Frag das mal den Penner hier! Penner, was tust du da? Meine Güte! Komm hier. Wir gehen jetzt in Sandkasten spielen. Dann lassen die bösen Zombies mal Zombies sein und bauen Sandburg. Komm. Kommst du jetzt her? Warum hält er sich da oben denn nicht fest? Er zieht sich hoch und will sich nicht festhalten. Wenn du hier Sandburg bauen kommst. Meine Hallo? Fresse. So, hier der ist Sandkasten ist immer noch hier unten. Hier ist irgendwas. Der Sandkasten ist hier unten. Nimm mal an. Achso, was zum Annehmen? Nimm an. Eine Kiste. Zum Aufmachen. Jetzt, nein, hier oben. Komm doch mal her. Komm doch mal bei Fuß. Ich bin höher als du. Ha, ich bin über dir. Ich habe eine Kiste aufgemacht. Das hast du gut gemacht. Zeig mir, was drin ist. Hochhexte. Und eine Tasche. Ich hab Kippen dran. Warte mal, ist die Tür da? Nee, das Fenster. Achso, na gut, dann ich geh durchs Fenster rein, das ist zu sicher. Da rechnet vor allen Dingen keiner mit. Tür ist nur so Mainstream, das kann ja jeder. Wenn ich nach Hause komme, nach Arbeit, gehe ich auch mal grundsätzlich durchs Fenster. Geht es immer auf Kippe. Was ist das? Hallo? Alter. Kuckuck! Oh, komm mal, Kinderspielzeug. Ich fühle mich wie zu Hause, hier bleibe ich. Okay. Du machst das mit den Zombies schon, ne? Ich bin jetzt hier mit meinen Teddybären Tee trinken. Okay. Hallo, Mr. Teddybär, möchten Sie einen Tee? Hallo. Hätten Sie den gerne? Was hat er überhaupt für einen Tee? Ist der überhaupt... Der Tee ist ja ganz kalt. Warte, ich muss jetzt neuen Tee aufsetzen. Wo ist die Küche? Pennywise? Hallo? Georgie? Küche? Georgie? Pennywise. So, jetzt kennen wir uns ja. Ja, das tun wir. Erstmal zu Penny. Ja, wir waren im Film S und wir müssen sagen, er war geil. Also ich fand ihn geil. Der war nicht schlecht. Oh, warte, mir schwand irgendwas. Kinderzombies? Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, gibt's hier drin ein Easter Egg. Okay, cool, wo? Ich weiß es nicht, aber diese Teddybären, es gibt, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel war das? In Half-Life oder CSGO? Oder irgendwo gibt's. Du meinst den Zwerg? Nein, nein, diese explodierenden Teddys. Okay, ich kenne jetzt von Half-Life bzw. bei Left 4 Dead nur diesen Zwerg, weil ich die Gegend schleppen kann. Nee, es gibt auch so Teddys, die beobachten dich, die sind mega creepy, die Teile. Weil, guck mal, hier ist nichts weiter außer dieser Kinderspielplatzraum. Doch, hier ist was. Oh, bist du hier denn? Ist ein alter Mann mit einem Hexenhut. Bist du? Rupert. Bist du? Eine Etage tiefer. Oh. Hier in diesem komischen Raum mit dem Pädophilen und seinen vier Kindern, fünf Kindern. Was? What the fuck? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwie machen die mir Angst mit ihrem Gesumme, ich weiß nicht warum. Vor denen gerade mehr Angst als vor dem. 1, 2, 3. Freddy kommt vorbei. Ach, Freddy ist doch Kinderkram dagegen. Komm her, wir reden mit dem Mann. Ich bin Crane. Ich suche Rupert. Tust du nicht. Du suchst einen Büchsenmacher. Sein Name interessiert dich nicht. Wenn du meinst. Also, ich interessiere mich für Waffenmodifikationen. Gehörst du zu Raiz? Nein. Das ist schon mal gut. Aber ich muss auf meine Frau Jasmin warten. Vorher kann ich hier nicht weg. Ist sie schon lange fort? Nein, nicht lange. Es wird also wohl dauern, bis sie wiederkommt. Was ist mit diesen Kindern? Sind die Eltern... Tot, hoffe ich. Jeden Tag habe ich Angst, dass eins der Kinder aus dem Fenster blickt und Mama oder Papa die Straße runterschlurfen sieht. Ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Was hast du ihnen erzählt? Halbwahrheiten. Schwarze Magie bedroht die Stadt und ich bin der gute Zauberer, der sie beschützt. Es ist ein Spiel, das immer weitergeht. Jasmin kann so etwas besser. Verdammt, ich bin Büchsenmacher. Was habe ich mit solchem Magieunfug zu tun? Sieht so aus, als wärst du ziemlich gut. Bin ich nicht. Ein Mädchen hier, Alia, hat Diabetes. Wir haben kein Insulin mehr und ihr Blutzuckerspiegel ist viel zu hoch.
Sie ist dehydriert und erschöpft. Jasmin meint, wenn sie nicht bald Insulin kriegt, fällt sie ins Koma und stirbt. Und ich stehe hier mit meinem Zaubererhut und die Kinder erwarten, dass ich sie mit einem Zaubertrank heile. Vielleicht ist es Zeit für die Wahrheit. Es gibt keine gute Magie. Nur schwarze. Easy, Rupert. In der Stadt gibt's eine Apotheke. Vielleicht finde ich dort ja Insulin. Ehrlich jetzt? Mann, wenn du dich darum kümmern könntest, wäre ich dir ewig dankbar. Ich habe ein Funkgerät. Sobald meine Frau zurückkommt, gehe ich für eine Weile nach Hause. Ich sage dir dann vorher Bescheid. Easy. Easy. Dann retten wir mein kleines Kind. Okay, cool, das wir machen. Diese Kinder sind creepy. Das sag ich doch. Weil guck mal, wie die gucken, so voll böse, als wenn die gleich mit einem Messer in dir in den Rücken springen würden, dann wie Chucky die Mörderpuppe dich abmurksen. Alter, wer hat dir erlaubt, die Wand dann zu malen, ha? Patsch, direkt eine hinten drauf. Direkt eine hinten drauf. Na gut. Vor allen Dingen, weil seine Hand in der Wand hängt, ist egal. Gehen wir mal ein bisschen Insulin für die Kleine. Kann ich hier noch irgendwas abziehen von den Leuten? Den Zauberhut zum Beispiel? Oh, hier ist ein Schlafsack. Unglaublich sauber hier, aber ja. Okay, weiter runter scheint es nichts mehr zu geben, außer verschlossene Türen. Ne, hier können wir nichts mehr machen, wir müssen oben raus. Okay. Wir sind ja keine Kindstöter, also ich jedenfalls. Sind wir nicht? Aber die schmecken so gut. Ich hab dir schon mal gesagt, dass du auf Diät bist. Nö. Hä? Geht's dir jetzt raus? Oben. Oh. Noch eins höher. Ihr müsst verstehen, Vortex wiegt zu 700 Kilo. Eigentlich absolut nicht mehr lebensfähig. Naja doch, ich darf mich jetzt nur nicht bewegen, weil sonst mein eigenes mich 700 Kilo, das kannst du dem besten Herz nicht antun, das aber Ding. Ich okay, hab drei davon. Wir besorgen jetzt allerdings erstmal die Shisha-Dinger weiter. Aber. Mach mal die Shisha-Quest wieder an. Ja, Mama. Und dann müssen wir dringend mal zum, Gott, leck mich doch. Quartiermeister. Mein Spiel meckert die ganze Zeit rum. Ich habe immer noch 0 von 3 Shisha-Teilen. Ja, ich jetzt auch. Hä? Oh, da mal wieder das Räumchen rein. Ja, keine Ahnung, bei mir, wie gesagt, war kein Shisha-Teil zum Einsammeln da, aber es war noch markiert. Probieren wir es einfach nochmal. Das ist echt weird. Oh, was zum Ausräumen. Das ist echt weird, ey. Jetzt komm nicht mit der Masche. Keiner mag weird. Der kann jetzt auch nichts dafür, der Arme, ja? Ja doch, er hätte einfach schon früher sterben können. Hä, ich bin jetzt in einem Raum, wo Shisha-Teile sein sollen, oder ist das unten drunter? So, jetzt habe ich es von 3, aber ich muss ja, ich habe auch 1 von 3. Bin angeblich auch in einem Raum, wo welche sein sollen. Hier liegt so ein Stück von der Shisha rum, aber das war's. Dann Alter! Hä? Komm mal, stirb! So, wie bist das du denn? Das ist ziemlich weird. Weird. Nee, weird. Oh, no. Don't do this, Crane. You're a bad boy. Ich hab dem Zombie gegen den Rücken und sein Kopf zerplatzt. Irgendwas läuft da falsch. Schlampe. Hallo. Es regnet Zombies. Mann, das hat das Wetter aber heute nicht vorausgesagt. 2 von 3? Hast du jetzt auch 2 von 3? What the fuck, ja! Ich komm ja schon. Nee, der Zombie hat mich runtergeworfen. Wieso kannst du jetzt wieder nur du die einsammeln? Das ist doch wieder zu Keine Kratzen. Ahnung, eben hast du es ja eingesammelt, da war bei mir irgendwie noch 0 von und da lag gar nichts herum und überhaupt alles doch, komisch. Scheiße. Alter, Mädels, verpisst euch doch mal. Nein, wir wollen alle ein Stück von dir. Tut mir leid, ich hab kein Interesse, danke. Ah, leck mir doch die Eier fett. Wobei besser nicht. Ach ja, oh scheiße, da ist einer mit dem Hammer dabei. Wir hören nachher Hund oder irgendwas. Wer bist du denn?
in der scheiß Sackgasse. Okay. Mach ich jetzt mit dem Dicken. Aua! Ist er schneller hoch! Fuck, 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 fuck! Helf mir doch mal! Du bist eben falsch raus! Du sollst mir trotzdem helfen, ich muss irgendwie weg! Benutzt deinen Enterhaken! Kann ich nicht! Der ist im Aufladen, so jetzt habe ich mich irgendwie da rausgekriegt. Ich wollte mich gerade wegziehen. Beim ersten Mal hat mich ein Zombie, ein normaler Zombie, davon abgehalten, ich bin wieder runtergefallen. Beim zweiten Mal war es natürlich mit seinem dicken Hammer, dann musste ich wieder aufladen. Sein dicken Hammer, ja, ja. War eifersüchtig, musst du verstehen. Was? So, hier habe ich... War ich in diesem Haus schon? Das ist irgendwo hier unten dran. Aber jetzt ist die Tür zu, interessanterweise. Na gut, gehen wir hier rein. Ich wollte die Kiste hier aufmachen, die ist verschlossen. Irgendwo hier muss das dritte Teil sein. Ah, oh, hab's gefunden. Nee, doch nicht. Hä? Gib mir mal was Gutes. Hier ist das Schießerteil, hab's. Baseballschläger, toll. So, dann kannst du jetzt die Quest mit dem Insulinmann annehmen, dann holen wir mal das für die Kleine. Das war super. Der Heiltrank wahrscheinlich. Das ist der Dicke hier schon wieder. Dann hoch hier! Halt dich ja bloß nicht fest, Crane. Wäre ja langweilig. Alles macht der hier kaputt, der Typ. Alles. Ich war das nicht. Ich war nicht mehr in der Nähe. Alles macht der hier kaputt, ey. Das ist ja alles meine Schuld. Ist doch scheiße. Nicht die Zombies zerstören Haran, das ist er. Ja, jeder braucht seine Hobbys. Ja, so bitte. Okay, du kommst nie wieder zu mir nach Hause. Aber ich weiß mittlerweile, wo du wohnst, von daher brauch keine Einladung. Hohoho! Das sehe ich jetzt Drogen an. Opala, das war fast zu weit. Das ist irgendwo hier unten. Ah ja, hier ist die Apotheke. Apo und Tech, aua. Brauchen wir wieder einen anderen Weg rein. As always. Thanks for watching. Ne, warte, was? Ah! Aua. Idiot, da sind drei Eastmänner am Anfang. Fuck, 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 fuck. Keine Waffe. Sehr gut. Voll daneben, so eine Scheiße, größer. Oh, ich muss mich gerade anders hinsetzen hier. Ist sie tot? Ah, wunderschön da reingefallen. Jetzt stirb du als AIDS-kranker Zombie, Alter! Ah! Kommen wir da jetzt rein, hä? Oh, hier ist eine Kiste. Ach! Halt doch mal die Klappe. Nicht du, der Zombie. Ja, ja, ist okay. Ist schon okay, ich hab verstanden. Okay, halt mir den Rücken frei, ich knack das Schloss. Würde ich gerade eher gerne von dir wollen, dass du das tust. Kannst du nicht mal 5 Minuten alleine lassen? Jetzt komm hoch! Ich dachte, da ist eine Kiste, ich will die aufmachen. Ja, da ist aber die Tür zur Apotheke, die ist wichtiger. Dritter Versuch. Jetzt nicht weg. Hoffe ich Kind, doch. Hallo? Recht. Lass das ganze Haus rennt weg. Meine Güte, leg dich schlafen. So. Wir müssen einem kleinen Kind das Leben retten.
So, Insulin, Insulin. Also wir sind offen mit der Tür. Hoch, dunkel hier drin. Tschüss, Zombie. Das ist Müll. Ich sehe kein Insulin. Mist, müssen wir zum nächsten gehen. Verdammt. Das ist nicht auch mal ein Verfallsdatum? Ich meine, irgendwann ist es auch mal schlecht. So schnell wird es jetzt auch nicht schlecht. Wer weiß, wann hier die Epidemie ausgebrochen ist am Ende des Tages, ne? In 10 so, Tagen. Und einmal den Rücktritt an den Rückweg antreten. Auf zum nächsten Punkt. Ah, lass mich los! Nö. Warte mal auf mich, ich kann gerade nicht. Okay. Aha, mit Studio, das nervt gerade mega. Zurück, wo du hergekommen bist. Was ist denn hier schon wieder los? Love Parade? Ja, yeah, aber die schiefgegangene Version davon. Die Zombie Edition. Ja, das ist halt das, was danach passiert ist. Nachdem sie alle in Massenpanik ausgebrochen sind damals. Oh Gott. Hey, er lebt noch. Seine Arbeit nicht richtig getan. Und weiter geht's. Das sagt mit Schiff auch immer. What the fuck? Ah, hier sind ja noch mehr. Nicht anfassen, habe ich gesagt. Ich reagiere da sehr allergisch drauf. Hast du Berührungsängste? Ja. Wo ist er hin? Unter dir. Oh. Aber ich mache ja alles kaputt hier, ne? What ja, guckst du da! Komplette Haus hast du gerade abgerissen. Runter mit dir! Huch! Da geht's da! Den Abgrund! Hey, leuchtet's immer noch wegen dem Shisha-Teil! Hä? Hier wird mit Sicherheit kein Insulin sein, oder ist hier in der Apotheke? Ah doch, hier ist einer. Ja, ja. Bei jeder guten Apotheke gibt es noch Betäubungsmittel oder Rauschmittel. Jetzt! Ich bin hier am Arbeiten, Lady! Meine Güte!